So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist Zeit für Raid am Mittwoch. Wo ist die Solmecke-Frisur? Die ist weg. Wir haben jetzt nur noch sowas hier rumfliegen, so Ingo Appelt Haare, aber das ist egal, denn darum geht's nicht. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet, am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und ja, es war ein Jahreswechsel, aber es ist irgendwie... Es fühlt sich alles so ruhig an, so schläfrig, so gemütlich. Auch die nächsten Events haben wir ja ein Video gemacht gestern. Weiße Odyssee. Es ist immer noch alles irgendwie harmlos. So. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch einfach nur, der Hype ist halt weg. Irgendwann ist der Hype immer weg. Man spielt jetzt anders und man schlaucht sich nur noch so ein bisschen durch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Wir haben am Ende auch wieder den Schocker der Woche für euch. Und ich bin immer noch froh, dass es Leute gibt, die richtig ausgiebig zocken und einmal richtig coole Fänge und Sachen bekommen, die auch regelmäßig einschicken für Raider Mittwoch. Denn ohne euch gibt es dieses Format nicht. Und wenn es irgendwann gar nichts mehr gibt, dann ist es halt auch so. Damit kann ich auch leben. So, aber egal. Wir fangen an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche beim Monolog beim Dennis Grüße gehen raus. Die wahrscheinlich beste Übersetzung. Willkommen in Thüringen. Welcome to Door Wrestling. Ich weiß, wie soll ich das hineininterpretieren? Ist etwa Thüringen die Stadt, wo die meisten Leute die Türen knallen vor lauter Wut, weil in Thüringen überall aggressive Bürger sind? Oder steckt da gar keine Bedeutung dahinter? Und das heißt einfach nur Door Wrestling? Oder ist das darauf gemünzt? Ich fand das Bild auf jeden Fall lustig, deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Dann haben wir Alexander Ahringer. Endlich, Shiny Evoli mit Weihnachtshut in Pokémon Go. Dann, was Persönliches von mir. Ich habe 4 Regigiga-Raids gemacht, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Eigentlich habe ich nur 3 gemacht, weil 1 habe ich ja von Giovanni bekommen als Krypto-Regigigas und dann habe ich 3 Raids insgesamt gemacht, als Hannes auch da war. Und guckt euch das an, was passiert ist. Da sind wir auf dem Weg gewesen, am Jahreswechsel zum Muttertier nach Hesberg, haben wir eine Apostelkirche in Hildburghausen einen Raid gemacht mit der Community und da gab es ein Shiny Regigigas im 3. Raid. Der Main damals hatte 400er, der hat jetzt ein Shiny, das ist der Habanero-Account. Ich fand das cool, hat man gerne mitgenommen. Grüße gehen auch nochmal raus an den Alex, denn der hatte mir das Ticket gesponsert für das Neujahrs-Event. Haben wir schon hochgeladen, haben wir schon gezeigt, wie das abging. Dann kam Marco FedEx und hat dieses Eierlei-Zugang-Ticket gegiftet. Auch Grüße an der Stelle. Da kommt auch noch ein Video dazu. Und jetzt hat es geklingelt. Und jetzt muss ich alles nochmal machen. So, da bin ich zurück. Eigentlich dachte ich, ich muss das ganze Video nochmal aufnehmen. Aber ich denke mir so, was soll's. Dann musst du halt mehr schneiden. Kein Problem. Dann sieht man wenigstens, dass auch mal was schief geht. Hat es geklingelt. Und das hast du schon gewusst. Es ist nicht unten. Es ist oben. Und oben hat gefühlt noch nie jemand geklingelt. Ich habe noch nie das Geräusch gehört, wenn hier oben jemand geklingelt hat. Machst du die Tür auf. Steht eine Frau mit dem Kind auf dem Arm, dahinter eine Frau mit dem Kind auf dem Arm und daneben stehen noch 3 andere Kinder, alles Ausländer, und haben gefragt, ob ich einen Kuli habe, also einen Kugelschreiber. Ich habe gesagt, ja, Moment, kein Problem. Bin ich rein, habe ich einen Kugelschreiber gesucht, habe gesagt, hier, bitteschön. Hat sie gesagt, ja, sie muss nur was unterschreiben, sie haben keinen Stift zu Hause und sie bringt es dann gleich wieder vorbei. Ich habe gesagt, die Dame, also die Frau mit Kind hat sich gerade hingelegt, die schlafen gerade, also das bitte nicht nochmal klingeln, dann tut es halt hier unter die Fußmatte legen oder so, das nimmt schon keiner weg, dann kann ich es später mir wiederholen. Haben sie gesagt, machen sie alles, kein Problem, fertig. Wo waren wir beim Marco FedEx? Genau, Marco FedEx hat das 5,99 Ticket gesponsert mit dem Eierlei-Zugang, wo man wieder jeden Tag eine Brutmaschine bekommt und eben mehr Geschenke verschicken kann, mehr Geschenke öffnen kann. Also eigentlich hat er mir Brutmaschinen jetzt gekauft, womit ich dann meine Brutmaschinen-Medaille ein bisschen pushen kann. Aber ob ich auf die 2500 jemals komme, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Trotzdem danke dafür, ist auf jeden Fall schön. Du bist jetzt mein Buddy. Dazu wird auch nochmal ein Video kommen, denn da ist ja auch irgendwie eine Forschung noch mit dabei. Auch wenn ich gerade nicht so viel Zeit habe, immer beim Einkaufen nebenbei mit dem Klicker da ein paar Aufgaben lösen lasse, versuche ich immer die Belohnungen aber abzuholen im Video und alle 4 Kapitel in einem Video dann zu zeigen. So, dann, Hammer, pass auf, Cutter. Kaiser Kai. Musste 3-mal hinschauen, ob es wirklich shiny ist. Shiny Elekid sogar mit 96%. Dann auch auf dem Cutter-Account. Der kleine Account hat in letzter Zeit sehr viel Glück mit Baby-Pokémon. Shiny Cossilla.
findet den extrem süß. Seemobs auf dem Main-Account, dann hier ein Bronzel in Shiny, wieder auf dem Cutter. Erstes Shiny im Jahr auf dem kleinen Account. Kaiser Kai, erstes Shiny im Jahr auf dem Hauptaccount mit Regigigas. Hat mir noch gefehlt, hatte immer, wenn der bisher da war, Pech. Finde ich zwar jetzt persönlich nicht so schön, das Shiny. Das Normale mit dieser roten Farbe sieht auf jeden Fall gut aus, aber das Shiny in so rosa, so ausgewaschenes Rot, naja. Kaiser Kai, random, ein mitgemacht, hat sich gelohnt. Hoffentlich kommt er bald zu uns. Ich denke mal, sie werden an dem Konzept festhalten, dass der da bleibt, wo er ist und wir immer nur über Fanrates den kriegen, obwohl der mega stark ist, mega nützlich, 100% ist auf jeden Fall mega krass. Glückwunsch dafür. Wird halt jetzt schwer, den hochzuziehen über Sonderbonbons vielleicht, dann kommst du auch nur bis Level 40, 50, ist fast unmöglich, wenn du selber nicht vor Ort raiden kannst. Das ist auf jeden Fall das Beste. Mal Urlaub machen. Wenn er da ist, mal Urlaub machen und dafür gleich dann 5.000 Euro ausgeben, damit man dann einen Voltrian auf Level 50 hat. Das ist es auf jeden Fall wert. Timo hier aus Bayreuth beim Dezember Seed Day, 100% Briganon mitgenommen, Shiny Donarion gegönnt, Regigigas auch in Shiny plus Damitier mit auch relativ guten IV vom Raid Day, denke ich mal. Dann Selal, der hat er beim letzten Mal schon gar nichts mehr geschickt. Jetzt hat er wieder was geschickt, auch reichlich viel. Ich habe den 100% Felino, 100er Dedenne aus dem Glückstausch, Barschwa, 100, Yorklef, 100, Zwirlicht, 100, Glücks, Huthut, 100, Maxsachs, 100, Zickzacks, 100, Donarionsachs, 100, Kikli erlöst, 100, Seemobs Kostüm, 100, Pandimos, 100, Damitier, Raid Day, 100, Arctip, 100, Glumanda, 100, Gelatini, 100, und dann kommen die Shinies, und das sieht cool aus, weil dieses Visor ist aus einem Gold-Lock-Modul und hat selber ja auch eine sehr gelbe, goldige Farbe. Parfi hier auch mit Wetterbrust, Huthut mit Wetterbrust, Shiny alles dabei, Tarnpignon mit Wetterbrust, Shiny dabei, Flunschlick, Flatsch, Shiny, Flampion, Shiny, Visor nochmal, Shiny, Marco FedEx. Auch hier 100% Voltrian, deswegen konnte das 100er jetzt nicht der Schocker der Woche sein, denn wir haben ja mehrere 100er Voltriansen hier drin nach 107 Raids. Das ist fett, danke Marco FedEx. Kommen wir zu Blood and Tears, die hat ja auch einige Sachen wieder geschickt. Ich sollte echt aufhören, jedes Vieh anzutippen. Aber zumindest kannst du diese Woche nicht sagen, dir hätte man keine Bilder geschickt. Wir haben Frigometri, Gelatini, Totogel, alles Shinies, genau wie Regigigas, Formio, Nagelotz, Glaziola, Mauzi, Ebuli. Vulpix, alles Shiny. Dann hier Shiny, Schwalbini, Skobbel, Aerodactyl, Flampion, Tarnbignon, Huthut. 100% Pummeluff mit Schleife. Vor allem aus Meiningen, wo findet die solche Sachen? Huthut, 100%. Keifel 100%, Koriogel 100% mit genau 1000 WP. Das sieht cool aus, das würde ich auf jeden Fall so lassen. Dann nochmal Gelatini, dann haben wir Quacks, dann haben wir Mabula, alles 100%. Und ein Nachzügler, fällt jetzt auch nicht mehr auf, Shiny Pummeluff mit dieser Schleife auf dem Kopf als Shiny, ja, WPC mit grünen Augen auf jeden Fall. Pokehunter ist schon ein Weilchen her, seit ich was eingereicht habe, aber dieses Mal habe ich dran gedacht, ist schon ein bisschen älter. Knofenser Krypto, Shiny hier dabei. Dann haben wir hier oben nochmal Jurob, Entong, Wiegel, Pikachu, Amagadings. Als ob ich nicht wüsste, wie das heißt. Sichlor und dann Zekrom, 100% Shiny. Das wäre so ein Schocker der Woche-Ding. 100% Shiny Zekrom, Hedstedt Sachsen-Anhalt. Shiny sieht jetzt unspektakulär aus, meiner Meinung nach wieder. Muss da wieder genau hingucken. Deswegen, das ist schade. Das komplett in weiß, das wäre richtig cool. Regiram, weiß, aber in Shiny schwarz, das wäre richtig cool. Haben wir nicht. Ist aber auch kein Schocker der Woche, denn ich habe was anderes. Roselinchen, Shiny Flampion, 100er Flampion mitgenommen. Andy Vorbeck. Wenn das nicht Schocker der Woche wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Güstro, Dusselgur, 100%. Der Lustknabe der Woche. Eigentlich wollte ich sagen, irgendwas mit lustig, aber irgendwie bin ich bei Lust hängen geblieben und dann kam nur noch der Knabe raus. Sören, zum guten Schluss des Jahres noch ein 100er aus der Quest. Guten Start ins neue Jahr, mein Bester. Schneebedeckt, 100%.
Dann haben wir Sören hier. Zweimal Max-Out zum Neujahrstag. Das Schneebedeck war übrigens mein 200. 100 da. 200. 100 da. So, und da haben wir einmal hier Pantimimi, 100% gemaxt und dann Sandama Glücks gemaxt, 100%. Alexander Ahringer. Endlich, Scheine Frigometri, können wir Glückstausch machen, wenn es bei uns soweit ist. Habe ich absolut kein Interesse dran. Ich brauche keinen Lucky-Hintergrund bei einem Shiny, das müsste ja eigentlich wissen, das brennt mir schon wieder im Herzen, wenn jemand sagt, er will mit mir also so Mirror-Trade machen, so irgendwie so. Das ist schade, das ist, dann nehme ich lieber nichts. Dann kann er das behalten und kann das andere ja noch haben und dann habe ich gar keins mehr, aber besser, als wenn ich eins habe, was irgendwie Shiny ist, so. Endlich Shiny Anton mit Kostüm gebrütet in Pokémon Go. Ja, das sieht schon fetzig aus, muss ich immer an Thomas denken. Dann der Kohlemann, ne? Der Kohlemann, 100% Shiny Praktibalk. Das ist auch fett, nützlich, krass. Aber es ist nicht Schocker der Woche, also. Shinaya, gebrütet, Shiny Evoli. Annika, Zapdos Annika, 100% Donald, mit Kostüm. Nehmen wir mit, Lenzart, Amarino. Hagen, Shiny, das wollte ich unbedingt haben. Glaciola, Shiny. Bullpix, Shiny. Anton, Lenzart, 100, 1000 lohnt sich. 49 WP. Cumulus, Bullpix, Shiny. Quiekel, Shiny. Pikachu, Shiny. Bronzel, Shiny. Perlu, Shiny. Flampion aus dem täglichen Rauch, Shiny. Pummeluff 100%, das erste und das zweite sind auch unterschiedliche WP, der ist höher, nimmst du mit, Felilu, Shiny, Henry, Shiny und 100% der letzten 14 Tage, Flampion, Sneebel, Vulpix, Flampion, Elekid, Amarino, Damitier, Rexblizzard, Sneebel, Schneebedeck und Bronzel, 100% Filori Glaciola, also Glaciola ist auf jeden Fall richtig cool. Das Highlight an Silvester 23, 24 für mich, sehe ich auch so, das war das Krasseste. Pummeluff ja auch in Shiny noch mitgenommen mit grünen Augen. Steve O, PS, mein Silvesteressen, zweimal too spicy mit Rinderstreifen. Oberlecker die Nudeln, angenehme Schärfe, nochmal danke dafür. Mit Rinderstreifen, kannst du nichts sagen. Dann haben wir noch die Feuerwehrfrau hier, gefangen aus der Feldforschung, 100% Vulpix, Jan Lange mit dem 100% Felino getauscht. Blood and Tears, das ist, eigentlich hätte das gar nicht heute hier drin sein müssen, das ist doch drin, aber nicht Schocker der Woche. Vielen Dank, Ramses, ist auf deine Mist gewachsen. Das war wohl aus einem, ja, was, 7-Kilometer-Ei? Mining, 7-Kilometer-Ei, Ramses, 100%. Shiny Fluffeluff. Das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Dulli Squad, der mir auch eine der letzten Forschungen mal geschenkt, gegönnt, getickert hat. Habt ihr auch so Troll-Pokémon, die immer wieder als 100er schlüpfen? Nein, habe ich nicht. Gerade Baby-Pokémon, da hatte ich, wenn ich Glück hatte, hatte ich mal von einem, was ich als 100er hatte, zwei Exemplare, also 200er, aber Pantimimi weiß ich absolut zu 100%, hatte ich auf dem Main nie ein 100%iges gebrütet. Er hat hier gleich 8 Stück, 8 100%ige Pantimimi Baby-Pokémon in 100%. Gut, wer viel brütet und ständig brütet und die richtigen Eier brütet, dann kriegt man vielleicht viele Babys und dann werden die auch mal 100. Ich habe ja auf dem Main gefühlt auch nie gebrütet. Vielleicht lag es auch daran, bei Events, wenn Shinies da waren, hast du für das Shiny gebrütet, hast dann mal einen 100er bekommen von einem Kleinen durch Zufall und dann, wenn das Shiny irgendwo da war auf irgendeinem Account, hast du es dir schnell rübergetauscht und hast nicht mehr gebrütet. Wer nur mit dem Main spielt und permanent brütet, bei dem sieht es vielleicht so aus. Wir hatten schon mal ein Video, der krasseste Spieler in meiner Liste. Und da ging es, glaube ich, um Dulli Squad. Das war damals der krasseste Spieler mit den meisten Erfahrungspunkten, mit dem höchsten Level, als frisch Level 50 reinkam. Und man hat dann gesehen, wie viele Erfahrungspunkte die Spieler schon über Level 40 sind, war er der mit den meisten, der wohl am häufigsten, aktivsten und krassesten unterwegs ist aus meiner damaligen Liste. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.